Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat April. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box aus Großbritannien, aus England. Sie erscheint monatlich, kostet ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Und ich habe mittlerweile eine Kooperation mit Look Fantastic, mega cool. Da habe ich den Code CLAUDIWELT. Das S haben wir einfach mal unterschlagen. Da bekommst du dann die Box ein bisschen günstiger. Und ich packe dir mal den Link dazu in der Infobox, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und ich habe tatsächlich dann auch das Glück, dass ich eine Box an einen von euch verlosen kann, weil eine Box, die ich bekomme, ist dann die, die ich selber noch im Abo habe. Und eine ist dann die Box, die quasi in der Kooperation zu mir geschickt wird. Also vielen, vielen Dank an das wundervolle Look Fantastic Beauty Boxen Team. Und ich würde sagen, alles Infobox reingucken. Jetzt haben wir Bock auf die Box, ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Die haben jetzt ja dieses neuartige Verpackung. Du hast gar nicht mehr. Jetzt habe ich das hier ein bisschen blöd, ne? Du hast gar nicht mehr die Box in der Box, sondern du hast hier außen drumherum schon durch den Karton die Box. Und wenn man die aufmacht, hat man direkt die Produkte, ne? Das Ganze startet dann mit einem Kärtchen. Und hier haben wir das Motto Express Your True Beauty. Also du sollst deine wahre Schönheit herausstellen. Und da bin ich sehr gespannt, was die Boxenpacker sich damit überlegt haben, mit diesem Motto. Ich glaube aber nicht, dass wir das Motto in irgendeiner Art und Weise auf Deutsch hier dann drinstehen haben werden, beziehungsweise das Editorial. Deswegen scanne ich mal eben kurz den QR-Code ab. Dann komme ich nämlich hier in dieses Online-Magazin, weil hier wurde auch wieder auf Nachhaltigkeit gesetzt, dass wir halt quasi nicht unnötig viel Papier und Verpackung haben. Aber hier sehen wir auf jeden Fall das Magazin und das sieht sehr, sehr hübsch aus. Ja, ich könnte jetzt professionell sein und euch da einen Screenshot von einblenden oder ich zeige euch einfach das, was ich gerade auf meinem Bildschirm sehe. Eine schöne Frau, die aber sehr wenig Make-up trägt, das heißt, ich als Make-up-Junkie werde dann hier nicht so ganz auf meine Kosten kommen. Wir haben in der Look Fantastic Beauty Box denn immer 5 Produkte drin enthalten mindestens. Und hauptsächlich ist es Pflege, die hier drin enthalten ist. Dekorative Kosmetik ist relativ selten vertreten. Und wenn dann ein Produkt, vielleicht auch mal 2 Produkte. Und anhand von diesem Cover denke ich mir, es wird nicht viel dekorative Kosmetik geben. Okay, hier sind Produkte aufgeführt. Oh, hier sehe ich aber, dass tatsächlich dekorative Kosmetik hier drin enthalten sein wird. Das finde ich cool. Und die einzelnen Produkte sind, wie gesagt, aufgeführt. Wir können 8 verschiedene Produkte hier drin haben. Ich bin gespannt, welche Produkte ich hier drin haben werde. Und dann haben wir noch eine Sneak Peek für den Monat Mai, was ja mein Geburtstagsmonat sein wird. Ich freue mich. Von Elemis haben wir einen Rehydrating Ginseng Toner mit 50 Millilitern drin, der einen Wert von über 10 Pfund haben wird, was ungefähr, ich denke, 12 Euro sein werden, ne? Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch die Links reingesetzt, falls ihr auch Bock auf die Box habt. Aber hey, reingucken, ne? So, als erstes habe ich hier so einen Nagellack drin. Ich mag die Marke richtig gerne. Be Your Incredible Self with Nails Inc. London. Genau. Bear With Me ist die Farbe. Und wer mich schon länger kennt, weiß ganz genau, wie ich diese Farbe nenne. Für mich ist es so ein bisschen Leberwurst, ne? Es ist eine graustichige Leberwurst, also quasi dann wie eine selbstgemachte Leberwurst. Also sowas trage ich persönlich nicht so gerne auf meinen Nägeln. Ich bin dann eher knalliger unterwegs und deswegen wird das weiter wandern, aber ich mag super gerne von Nails Inc. Den Base Coat und auch den roten Lack. Oh, die sind richtig gut, auch von der Haltbarkeit. Den roten spricht sich von Haltbarkeit. Ich habe einen kleinen Kampf mit unserem Saugroboter gehabt und deswegen sieht mein Fingernagel aus, wie er aussieht. Da ist er auf jeden Fall drauf. Dann habe ich hier was rosa-grünes, was ja eigentlich so für Pixi by Petra steht, von der Farbgebung her. Aber es ist Colistar Milano Talasso Scrub Rasodon. Okay, es ist irgendwas Spanisches, glaube ich, was not for sale ist, okay. Aus Italien, Entschuldigung. 70 Gramm von einem Peeling haben wir hier drin enthalten. Und ja, sowas reicht vielleicht für 1-2 Anwendungen am Körper. Also für viel reicht es tatsächlich nicht. Rieche ich jetzt auch nichts raus. Ich glaube, das dürfte dann auch so ein Zuckerölpeeling sein. Sowas finde ich ja immer großartig. Oder Salzölpeeling, ne? Bei Salz immer aufpassen, wenn du dich frisch rasiert hast. Kann es auch mal brennen. Aber bei Zuckerpeelings stehe ich total drauf. Das finde ich cool. Das passt jetzt für mich auch schon so ein bisschen. Wir kommen jetzt im April so langsam in diese wärmere Region, dass man vielleicht auch mal kurzbeinig trägt. Und dann ist es ganz cool, wenn man die Beine vorher gepeelt hat.
dann sehe ich hier direkt etwas, was voll mein Ding ist. Das ist eine Gesichtsmaske von Coris. Das ist eine griechische Naturkosmetikmarke. Greek Yogurt Probiotic Superdose Face Mask. Mikrobiom Technology Nourish and Rebalance. Also quasi nährend und wieder ausbalancieren mit 20 Millilitern. Finde ich großartig. Sowas mag ich einfach. Und wenn es jetzt wärmer wird, Leute, packt euch sowas in den Kühlschrank. Ich packe mir das in, also habe das dann meistens bei mir im Spiegelschrank, im Badezimmer. Und da habe ich ja 7 Pöttchenmasken oben stehen, für jeden Tag eine andere. Und das nehme ich dann für den Tag, wo ich mein Gesicht etwas nähren möchte. Am besten so, nachdem man Peeling gemacht hat, ne? Das finde ich cool. Dann habe ich hier was auch für die Haare mit dabei. We Are Paradox Repair Game Changer Hair Mask. Smooth and Hydrates Hair. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Mit Kelp Seaweed for Repair and Rejuvenating. Rejuvenation. Okay, reparierend und verjüngend soll das. Meine Haare verjüngend? Ja gut. Kann man machen. Ich bin ein absolutes Haarfreund-Mädchen. Also ich mag es, wenn ich Produkte habe, die meine Haare halt... wer mag es nicht? Aber das Haare halt richtig genährt werden. Und ich kümmere mich halt auch viel darum, dass ich Haarmasken verwende und ne, alles Mögliche. Und deswegen ist es echt cool, wenn man auch einfach hier so ein nährendes Produkt drin hat. Aber ich weiß echt nicht, was das hier mit Verjüngung zu tun haben soll. Egal, kann man ausprobieren. 30 Milliliter ist schön zum Probieren, denn We Are Paradox ist, glaube ich, auch eine recht hochpreisige Marke. Denn das haben wir meistens bei den Produkten in der Lookfantastic Box, dass die jetzt nicht in einer riesengroßen Full-Size daherkommen, aber halt schon recht hochpreisig, weil hochwertig sind, ne? Ich meine, die haben Anastasia, Beverly Hills und Co. bei sich im Online-Shop. Dann habe ich hier mein dekoratives Kosmetikprodukt, wobei auch Nagellack ist dekorative Kosmetik. CAT London, da habe ich euch hier ein Fullface zu abgedreht, weil ich mich von Lookfantastic und Glossy Box inspirieren lassen habe. Die haben echt schöne Produkte von der Marke. Also gibt es generell. Velvet Lip Liner habe ich hier drin, Longwear Lip Liner in der Farbe Coco. Ist das dann so ein Braun? Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Das ist ein richtig schöner Rot-Braun-Ton. Ich habe jetzt einen recht nudefarbenen Lippi drauf. Der ist jetzt von Nabla in der Farbe Lust, dieser Beyond Jelly Lippi. Das kannst du hier schön zu kombinieren. Also, als hätte ich Schokolade gegessen, Lippen. Malt aber nicht doll. Oder liegt es daran, dass ich schon einen Lippi drauf habe? Also reden und Lipliner auftragen, ne? Das ist jetzt nicht so unbedingt das, was man kann. Okay, du musst schon sehr, 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 sehr doll schrubbern, damit du die Farbe abbekommst. Weil wenn ich jetzt nur so ein paar Mal... Okay, da ist noch. Ja, man muss es erstmal so antoch kriegen, ne? Und dann funktioniert das aber auch. Nee, das ist auf jeden Fall etwas, was man im Alltag gut tragen kann und was man aber auch generell mit vielen verschiedenen Lippenfarben, Lippenstiften kombinieren könnte. Und das letzte Produkt, was in der Box drin ist, ist was von Pi. Lightwork Rose Hip, also Hagebutte, Fruit Extract Cleansing Oil. Das ist ein Reinigungsöl. Lift Make-up Away. Mhm. 10 Milliliter. Und ich mache ja Double Cleansing, das heißt, das hier wäre für mich so der erste Schritt in meiner Make-up-Reinigungsöl Routine, ne, dass ich erst damit das Make-up so aufbreche und dann quasi unter der Dusche nochmal einen Reinigungsschaum oder ein Reinigungsgel nehme, auf Emulgieren runterwaschen, tipptopp sauber. Aber wenn ich es so gegen das Licht halte, ist es nur ungefähr bis hier gefüllt. Ist in Ordnung, ne? Also ich habe lieber so eine etwas größere Tube, die nicht, vielleicht nicht ganz so voll ist, als dass ich nur so ein Sachetchen hätte oder so. Weil das hier kannst du auch greifen. Ne, finde ich gut. Das wird auch mal ausprobiert. Wobei Hagebutte ist vom Duft her immer grenzwertig. Und ja, Sammy hat sich da ein neues Spieli erräubert. So ein Räuber. Und er zieht es gerade richtig schön auseinander. Also habe ich gleich hier so eine richtige Puffparty am Start. Das waren jetzt 6 Produkte in der Box. Und ich muss sagen, für 15,50 Euro haben wir echt eine schöne Auswahl. Also wir haben coole Produkte, dekorative Kosmetik, was ich gerade nice finde. Gesichtsgedönsen, Haargedönsen, Körpergedönsen, Masken. Also das ist schon umfangreich. Wenn ich das einfach in dem Preissegment so für den Preis für die Box ausprobieren kann, finde ich das gut und kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, mal wieder eine gelungene Box und ja, das war es soweit, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!